Ich muss mich immer ein bisschen den Zaun halten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im MS22 im Challenge-Projekt mit dem lustigen Schweizer, mit dem Andi und mit dem Patti. Hallo. Hallo. Hi. Ich möchte schlafen gehen. Okay, ich auch. Ab ins Bett mit euch. Ihr seid müde. Ich noch kurz. Ja, Patti schon. Bei Patti trifft es heute zu, ne? Oh ja. Oh ja. Kannst du gleich 2 Stunden, dann ist so, es so. Das passt auch. Darf ich Geld ausgeben? Ja, gib Geld aus, komm. Du warst nicht lassen kannst. Hab Geld ausgegeben. Du bist Schweizer, es hat funktioniert. Was hat funktioniert? Ach, nix. Alles gut. Alle Dudes, sagst du. Dass wir da den Anhänger haben. Liebe Leute, wir haben uns einen Anhänger gekauft. Ich werde euch den jetzt auch gleich mal... Der Herr Dark Templar hat sich ein Deutsch gekauft. Und eine Winde. Wir haben uns einen Demler-Anhänger gekauft. Den hatten wir als Modwunsch eingereicht. Das ist auch so von Statten gegangen. Weil ja auch in den Kommentaren viel gefragt wurde, hey, Roder, geil, aber wie wegfahren? Ja, zum Beispiel damit haben wir uns gedacht, können wir den mal richtig schnuckelig hier verwenden, um den Roder abzufahren. Ne? So viel dazu. Was macht der Herr Dark Templar da? Geht der Tor nicht auf? Wenn wir in unserem neuen Dings macht, dann aber dann. Anni! Jo! Also Patti fährt ab, Schweizer fährt den Roder, was macht Werner? Nix. Willst du pressen oder main? Ich weiß nicht, was haben wir denn zu... Achso, wir haben ja wieder geschlafen, habt ihr ja gesehen. Und wir haben wieder März, heißt, wir haben wieder unsere heiß geliebten Ballenpressmissionen zurück, das ist sehr herrlich. Ich würde, weiß ich nicht. Warte, ich muss noch mal kurz was gucken. Tenso und etc. pp. Haben sich eine, was sind das? Ein Force-Technik, so eine große Seilwinde gekauft. Also diesen Masten als Seilwinde. Okay. Frag mir nicht, warum sie, ja, ist egal. Wenn die anderen zwei Seilwinden entweder bei uns im Besitz sind oder bei Darky im Besitz sind, brauchen sie eine Alternative. Das ist so. Das ist auch gar nicht so schlecht, glaube ich. Die stellen sie beim Sägewerk auf und ziehen die Bäume zum Sägewerk. Oh. Einfach nur einen Trigger rein. Auf zu lecken. Was ist auf... warte mal. Hier ist irgendwas komisch. Ich finde hier das einzige Schild mit Colli und der Peng. Achso, ich stehe in der... Warte mal, wie... Hä? Mach nicht her. Hatten wir nicht die Rüben geerntet hier, die ersten Bahnen? Ja, wir haben geschlafen. Ja, und jetzt wachsen die wieder nach, oder was? Anscheinend. Also der Case mit dem Anhänger, das nicht so funktioniert hat, wie wir wollten, der steht jetzt auf Zuckerrüben. Geil. Cool. Aber die, das Kraut ist entfernt. Komplett. Bei mir zumindest. Bei mir ist noch Gras auf der Fläche. Ja? Also es synchronisiert noch. Okay, vielleicht synchronisiert es einfach noch ein bisschen. Gut, ich fahre jetzt einfach mal den Case. Den Case kann ich ja verwenden, ne? Ajo. Ich fahre zwar jetzt alles Spuren hier rein, aber das ist, naja. Ist halt so. Oder wurde das Safe Game... Nö. Wurde ein altes Safe Game verwendet? Nö, eigentlich. 18.18.18.2. Warte, hat Bock. 18.4. Was machst du denn? Eine Rübenbar kippen ins Lager. Achso, ins Lager? Ja, und das ist Lager. Achso, du hast weggefahren. Stimmt. Ja, und jetzt hol ich gleich den Großen. Ja, den Großen, passt. Ich... Um Gottes Willen. Alles gut. Hat es wieder kaputt gemacht? Ja, es leckt halt leider wie Hulle bei mir, aber das ist leider so. Warum denn? Weil mein Internet kaputt ist. Warum hast du es kaputt gemacht? Ich hab's nicht kaputt gemacht. Meine DSL-Leitung wurde gekappt. Oh. Niemand weiß warum. Jetzt muss ich mir mit LTE Mobile. Nee, du. Ich zähl wieder raus. So, wir werden den Anhänger hier gleich wieder umkonfigurieren gehen. So war es ja ausgemacht. Ey, ich war falsch! Dann
fahr doch einmal richtig. Patti, ist echt nett, dass du mir das, also, ne? Danke. Vielen Dank, danke. Bitte, vielen, gerne. Vielen Dank. Ah, nee. Diese Woche kamen zwei neue Mods auf den Server. Genau. Einmal unseren Anhänger. Mit 4 Stimmen von uns und sonst keine Gegenstimme. Mhm. Also 100% Zustimmung. Müssen wir nicht folgen, wir haben eine Werkstatt am Hof. Ja, aber da, nee. Und einmal, was war das zweite? Achso, Schaufeln. Pressel und Lade. Frontlader schaufeln. Hochkippkleider. Wofür braucht man Schaufeln? Schaufeln? Ja, aber also es hat sich ja Paul gewünscht, ne? Also Team Taki. Ich kann mir vorstellen, dass die haben ja auch die Zuckerrübentechnik. Naja, ich sag mal so, für uns wäre die vielleicht nicht so verkehrt, wegen die Hackschnitzel wegschauen. Ja, ja, die werden natürlich auch Hackschnitzel, ne? So ist nicht. Bei 3 Sägewerken. Ja, ja. Ja, warten Sie, hier ist noch zu. Muss einmal Tor öffnen. Tschüss, Iggy. Und tschüss. Das hat ja lange gedauert, du. Du bist rausgeschmissen, endlich. Werner, Treffpunkt. 65 und 70. Ah, was heißt Treffpunkt, Kollege? Ich fahre jetzt erstmal zum Händler, den Anhänger umkonfigurieren, dann muss ich irgendwas anderes holen und es dauert ewig. Also am Freitag oder am Donnerstag bin ich da, Andi. Frühestens. Einmal mit Profis. Ich brauche einen anderen Mann für Silagetechnik. Haben wir keinen übrig. Gibt's nicht. Gibt's nicht, haben wir nicht, wollen wir nicht. Pro Silage, das müssten eigentlich Ballen fertig sein, ne? Aber wer soll die wegfahren? Jetzt keiner. Ich kann mir noch an den Satz erinnern, den ich letzte oder vorletzte Woche gedroppt habe, bei Darky, ob die das alles zeitlich schaffen. Das Gefühl habe ich jetzt bei uns auch. Ja, jetzt hängen wir nämlich hinterher. Ein Silageball ist fertig. Ein ganzer? Nee, wäre noch ein bisschen halber. Schweizer, lass meinen Johnny da. Okay. Wir sind unterwegs, Schweizi. Da ist ein Johnny stehen. Ey, geh weg! Er ist gerade noch hier gestanden. Er hat mein Käse geklaut. Ich mag die mehr. Ich gehe jetzt in die Ecke und sag nö. Okay. Aber also, schon wir haben jetzt 5 Fahrzeuge für 4 Leute. Ja, das reicht nicht. Ah, ich brauche falsche Fahrbahn. Entschuldigung. Andi, kannst du vielleicht nicht schreiben, mit Mädchen, bitte. Aber ihr ist doch eins. Du hast das Problem so mit dem Linksverkehr, ne? Ja. Wen hast du denn weggeschallert? Darky. Sehr gut. Trifft's gehen. Naja, das muss lieber. Ey, du musst. Ich sehe das immer positiv für Darky, dann hat er wieder einen Folgentitel. Ist richtig. Haben sie wieder drauf angelegt. Wieder volle Absicht. Tagelang haben wir nicht schlafen können, nur das geplant, weißt du? Ja. Ja, das war jetzt klar. Das kam ein Fehler. Aha, die haben hier das große Feld bei uns unten angenommen. Die 107. Mit Hoi. Mit Hoi. Ah! Warum schreit ihr denn heute so rum? Seid ihr nicht ganz jack oder was? Und Paul kam hier entgegen. Funktioniert. Oh, ich kann so direkt abladen. Auf meiner Straßenseite. Oh nein. Also, nein, wir auf sein. Aber es war meine. Weil ich auf meiner fuhr. Wow, die Fahrtkombi. Die Felgen gingen leider nicht schwarz. Los. Los ist gerettet. Wir haben immer noch 100.000 am Konto. Was kann man denn mit denen noch anstellen? Sparen. Du gibst nicht wieder Geld aus. Das ist ein Wort, das ich so oft gehört habe in letzter Zeit. Sparen. Wir waren doch immer noch unser Baum auf Vollernte. Genau. Ich war ja dafür, aber. Fangen wir über unser Schäfchen. Oi. Wo trauben Sie? Was haben Sie? Sie sind glücklich. Wie geht's denn eigentlich unserem Bäumchen? Denen geht's wohl auch gut, oder nicht? Ich weiß nicht, ob wir 100.000 kaufen können. Ein Kärcher. Ein Feld. Ganz hier nicht. Hühner. Oder Tiere. Hühner? Ja. Och, ich weiß nicht, du. Nee, du. Wie machen sie?
Da kommt mir dieses Reel wieder in den Sinn, wo jemand im Supermarkt ist und Hähnchen kaufen will. Und ich weiß, was Hähnchen auf Deutsch heißt. Oh, und das heißt, wo ist Mama? Wo ist Mama? So geil. Habe ich auch jetzt vor kurzem wieder mal gesehen. Fand ich wieder witzig. Da kam mir das Lied in den Sinn. Wo ist meine Mama? Ja, das kenne ich nicht. So, Andi, du mähst? Nee. Was ja. machst du? Achso, okay. Dann komme ich mit zur Presse. Du hast doch gerade den großen Anhänger wieder umkonfiguriert, oder? Ja, genau. Wenn du da hinten den Frontlüfter dranhängst, könntest du da nicht die Presse auch mitnehmen? Wo ist die Presse? Die kannst du aber auch so. Die hängt am MB-Tag. Von Richtung Tageshof runter. Am Straßenrand. Why? Nicht? Wo aber bist du, Andi? Die Presse kriegst du, glaube ich, auch. So dann, theoretisch. 66? Oh, 65 da oben. Oh, nö, du. Ja, ich fahre das zurück und versuche es mit dem Frontlifter. Guck mal in die Gruppe. Du kannst das doch mal gucken, ob die Presse an den Anhänger geht. Bist du eigentlich? Bist du eigentlich? Du kannst das dann auch noch direkt Frontlader mitnehmen. Ja, auch Frontlader noch? Frontlader habe ich auch schon dran, ja. Hast du auch einen Aufsatz dran? Hast du ja. Ich habe die Dunkelgabel dabei, ja. Ah, okay. Ja, bitte schau mal die Dings an und so. Was? Werte. Achso, ja, stimmt. Ich muss jetzt gerade nicht drauf. Dann eher das da. Bei mir ist der Schweiz heute sehr laut, Alter. Ich muss den mal runterdrehen. Ich hab ja normal nicht geredet. Ja eben, normal ist immer gemutet, ne? So. Gut, das haben wir. Das heißt, aber ich lasse das Gewicht hier. Kannst du ja. Ja gut, das ging ja auch. So. Ist ein bisschen sehr lang das gespannt, aber es funktioniert. Ich hatte dahinter dann schon, ich hatte vorne schon den Zettel dran, mit Frontlader, dann hinten dran den Anhänger und hinter dem Anhänger noch den Schwader. Du bist ja ein Fuchs. Patti. Machen Sie das Motor. Der läuft. Nur, dass du dein Rohr reinhältst. Warte, ich mach den Platz. Jo, muss ja eh hier oben raus. Au. Wäre auch mal sinnvoll, wenn ich meine neue Tastatur, die hier liegt, mal ranbauen würde. Oh. Oh. Hat sich die mal nicht angebaut? Nö, steht hier drüben. Noch original verpackt. Warum es ist bloß das USB-Kabel aus, rausziehen. Das hat Projekte und dann. Ne? Ja, aber da gehört einiges dazu. Da gehört dazu Kabelbinde lösen und den Tisch. Ach du Scheiße. Dann das neue Kabel wieder ankabelbinden. Ankabelbinden? Ja. Na klar. Das sieht ja gut an. Ankabelbinden. Das gibt's nur in der Schweiz, glaube ich. Wenn ich aber auf Insta gesehen, dass ein Twitch-Farm bei dir in der Region ist. Das stimmt.
Gott sei Dank nicht, was ihr da tut. Ich weiß es auch nicht. Die sind dann irgendwie mit einer großen Gruppe unterwegs. Ich hab's bei Akrani jetzt gesehen. Er ist schon wieder bis 50.000 Liter Rüben zum Hof. Nein. Ach, die ist am Hof. Geht schon mit dem Gespann, kommst du schon gut hier rum. Aber ich hab geschaut, ob das Ding Lenkachse hat. Ich hab gar nicht geguckt. Gab es Reaktionen auf unsere Käufe? Mehrere. Heute tatsächlich nichts gelesen. Also ein paar Leute haben geschrieben, dass sie es gut finden. Einer hätte sich doch einen Baumwollvollander gewünscht. Und einer, glaube ich, hat geschrieben, finde nicht gut. Wir hätten mehr Felder kaufen sollen stattdessen, glaube ich. Ja, so im Großen und Ganzen. So ein Mischmasch aus allem. Da rattern die Punkte. Oh! Was tust du? Alles gut. Bin nur sehr Wenn froh, du dass alles es gut sagst, ist nicht alles gut. Bin nur ich sehr froh, nur lange noch, dass es eine gerade Strecke war, Alter. Das leckt hier wie sonst nichts. So, warte mal, wie komme ich denn zu dir rein, Andi? Bist du denn? Weißt du, nee, ich sag das, was ich. Doch, ja, du hättest da unten schon in der Kurve starten müssen. Ja. Das ist immer gut, wenn ihr alle gleichzeitig redet, da versteht man direkt, richtig viel. Direkt unten an der Kurve wäre die einfach gewesen. Mit dem Gespann, vergiss es. Wieso kann ich denn nicht nach oben und unten gucken mit dem Case? Was ist denn das schon wieder? Beim Einarmen mal aussteigen. Was ist denn Headtracking dann? Nee, könnte ich ja gar nicht gucken. Entschuldigung, dass ich gefragt habe. Nee, ist mir egal. Ah, jetzt ist es dir egal. Ja. Ich muss da die Presse auf der Straße schon abstellen. Irgendwie so wird's werden. Warte! Ja, ich bin doch gleich da. Bewahren Sie Ruhe. Oh, alles wird gut. Bombe angeschlagen wäre. Ruhe, wie schreibt man das? Hatti ist auf dem Weg. Alter, ich weiß nicht, häng ich fest oder leckt's gerade? Ich würde sagen, du hängst fest. Nee, geleckt. Dann bin ich festgehangen. Aber ich muss jetzt über die 66 düsen, oder was? Nee, hier ist ja auch zu. Nee, jetzt fährst du da unten runter. Du musst da einmal komplett rum jetzt. Ja, wie jetzt? Unten, wo das erste warst, an dem untersten Spitzchen, da ist eine Einfahrt. Alter, du siehst hier halt auch nichts mit diesem Blödsinn hier. So, da. Ah, okay. Das heißt, da hinten war die Einfahrt? Ja, du bist direkt vorbeigefahren. Sehr gut. Ich hab gesagt, Freitag bin ich bei dir. Ja, Donnerstag war es eigentlich. Wird schon Freitag. Freitag bringen wir aber keine Freitagsfolge, ja. Ist egal, aber dann bin ich da. Die 70 blinkt auch. Da sollten wir uns aufnehmen, Andi. Du? Ich? Vergiss es. Kannst du gleich, kannst du gleich sein lassen. So, das ist schon wieder hinten, Alter. Sag mal. Wir sehen uns auf der Farmcon. Dann klatscht es diesmal. Ehrlich? Hast du das mal schon versprochen? Gibt's denn eine auf dem Popo oder was? Natürlich. Dann komme ich nicht. Plötzliche Grippeattacke. Aha. Bye, bye.
Gut, aber für heute sind wir tatsächlich schon wieder fertig. Liebe Leute, danke fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und bis morgen. Sehen wir uns wieder. Bis dann, mach's gut. Tschüssi. Tschüss.